Hallo ihr Lieben, gleich zwei Beiträge präsentiere ich euch aus dem Mehrgenerationenhaus. Was hier 3 Wochen lang Tolles auf die Beine gestellt wurde, dies erfahrt ihr jetzt in einem Interview. Los geht's! Also mein Name ist Susanne Wagner und ich bin seit 3 Jahren die Leitung hier vom Mehrgenerationenhaus. Ja, arbeite aber auch schon seit 16 Jahren hier im Haus. In den Sommerferien wie auch in den Herbstferien und in den Osterferien findet eine Kinderferienbetreuung statt. Für Kinder, Grundschulkindern hauptsächlich, der Grundschulen der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Dazu nehmen wir meistens 35 Kinder. Dieses Jahr war der Andrang jetzt so groß, dass wir 40 Kinder genommen haben. Wie verläuft denn so ein Tag bei euch? Also die Kinder werden um 7.30 Uhr frühestens gebracht. Manche sitzen sogar schon vor 7:30 auf den Stufen, weil Mamas und Papas doch noch früher anfangen zu arbeiten. Aber normalerweise ab 7.30 Uhr. Bis 9 Uhr sollten sie gebracht sein, weil ab 9 Uhr beginnt dann unser normales Tagesprogramm. Das heißt, ab 9 Uhr können die Kinder wählen, in welchen Kreativgruppen sie tätig werden wollen. Dieses Jahr haben wir ganz verschiedene Sachen, also von Werken über Töpfern. Heute war jetzt Filzen der absolute Renner, weil das nicht so oft angeboten wurde. In der ersten Woche war super Wetter, da hatten wir ganz viele Wasserspiele. Das war auch ganz toll, mit Wasserrutsche, mit allem drum und dran. Dann wurde eine Outdoor-Gruppe, hat Stockbrot überm Feuer gebraten. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Kinder, ihr habt das Kommando. Also hier im Mehrgenerationenhaus, da gibt es verschiedene coole Aktivitäten. Für mich mache ich eher das Outdoor-Action, denn mir gefällt die Natur sehr und die Betreuer sind hier auch cool, Fabienne, Marc und Jan. Wir machen mit ihnen richtig coole Sachen hier und machen auch Stockbrot, das mir sehr lecker schmeckt. Wir machen hier Stockbrot. Wir warten, bis der Teig fertig ist, richtig. Dann machen wir einmal Käse-Stockbrot und einmal mit Salami-Stockbrot. Na, das klingt ja nicht nur lecker, sondern das schmeckt auch lecker. Man braucht nur die großen Augen zu verfolgen. Richtig gemütlich das Stockbrot zu grillen, eine tolle Sache. Also an Essen mangelt es ja offensichtlich nicht. Wie sieht es denn eigentlich mit dem gemeinsamen Essen aus? Um 12 Uhr ist dann ein gemeinsames Mittagessen. Die Kinder sind in Gruppen eingeteilt, wo sie dann auch spülen müssen, dürfen, sollten. Abwaschen, Tische abwischen, was so dazugehört. Dann ist so eine Freispielphase bis um 2 Uhr. Da können sie auf dem Sportplatz spielen, können im Innenhof Basketball spielen. Bei schlechtem Wetter haben wir auch die Turnhalle zur Verfügung. Auf der Wiese werden Spiele gespielt und halt im offenen Treffbereich, also was normalerweise Jugendtreff ist, können sie Brettspiele oder eben Kicker spielen. Kicker ist ja auch immer der absolute Renner. So schaut's aus. Während oben gekickt wurde, habe ich mal bei den Künstlern vorbeigeschaut und mal gefragt, was denn Schönes gebastelt wurde. Wir haben Blumen aus Plastikflaschen gemacht. Wir haben oben das abgeschnitten und dann haben wir aus dem oberen Teil Blüten geformt. Von wegen, Plastik ist kein Blumenschmuck. So, jetzt noch schnell verabschieden, denn im zweiten Teil geht es fleißig weiter mit der Gruppenarbeit.